Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir sind, ihr seht es an der Karte, Neumedibrunn. Wir sind auf unserer Alpenmap in unserem Alpenprojekt und wie ihr seht, seht ihr nichts. Was meine ich? Und zwar Feld Nummer 4. Erinnert euch vielleicht, dass ich ja so ein bisschen das Thema hatte hier mit den Bewertungen, mit den Bodenbewertungen, mit der Umweltbewertung. Und ich hatte ja immer so ein bisschen das Thema, dass ganz unten die Bodenbearbeitung, ja, irgendwas scheint da nicht zu stimmen auf dieser Map. Ich weiß es nicht, aus irgendeinem Grund kriegen wir unten die Bodenbearbeitung nicht richtig in den Griff. So, also, mir ging es ja darum, dass wir ja dieses Feld hier mit Mais angebaut haben. A, wegen den Schweinen, damit wir natürlich Futter haben, aber B halt auch, weil nach Mais muss das Feld ja gepflügt werden. Das habe ich auch gemacht. Das sieht jetzt hier ein bisschen wild aus, weil ich habe den Pflug ausgetauscht beziehungsweise den Tiefenlockerer, mit dem ich das Feld dann bearbeitet habe. Und der erste, der war irgendwie, ich weiß nicht, ich würde sagen, mangelhaft. Den musste ich beim Händler umtauschen gegen ein anderes Modell und dann hat er hier sauber gearbeitet. Deswegen ist das jetzt hier ein bisschen durcheinander. Aber wir haben auf jeden Fall das Feld gepflügt und was soll ich jetzt dazu sagen? Interessanterweise ist der Wert von 95 meines Wissens sogar noch ein bisschen runtergegangen, weil vor dem Pflügen hatten wir eine Verkaufspreissteigerung von 8% und jetzt sind es 9% und jetzt sind es interessanterweise nur noch 8%. Ja, also ich bin leicht irritiert und warum wir hier bei Bodenbearbeitung einfach irgendwie nicht den vollen Wert hinbekommen, ich weiß es nicht und ich spoiler schon mal, mir ist sowas Ähnliches auch auf der Zielonka schon aufgefallen. Aber gut, da sind wir noch ein bisschen früh dran. Da haben wir ja noch nicht so viel gemacht. Müssen wir mal schauen, was Sache ist. Okay, apropos schauen. Mir ist eingefallen, dass wie wir den Drescher geholt haben, dass ich ja gesehen habe, dass dieses Feld ja hier zu mähen ist, dass es erntereif ist. Und was soll ich dazu sagen? Wir müssen irgendwo was ein bisschen, ja, verschwitzt haben, weil dieses Feld ist auch erntereif. Und eigentlich war ja die Idee, dass die im Wechsel erntereif sind. Das heißt, wir müssen das auch mähen und deswegen habe ich da vorne auch schon mal den Mäher parat gestellt. Wir werden also gleich loslegen und dieses Feld habe ich bereits gemäht und da möchte ich Grasballen machen, weil wir auf jeden Fall für unsere Schafe einfach nur Grasballen brauchen. Letztens mal haben wir Heu hochgebracht. Das war eigentlich mehr oder weniger, ja, Perlen vor die Säue. Und hier werden wir dann, denke ich, Silageballen machen. Oder es in den Fermentersilo werfen. Ich weiß es noch nicht genau. Jedenfalls das Thema Ballen führt dazu, dass wir hier jetzt sind mit unserem Göweil. Denn ich habe das Ganze nochmal überdacht und mir angesehen. Und so schön das Gerät auch ist, auch wenn jetzt nicht gerade hier optisch, weil ich es nicht geputzt habe. Aber wir haben natürlich folgendes kleines Problemchen mit dem Gerätchen in Anführungszeichen. Und zwar gehen wir mal hier zu, wo haben wir es denn, Ballen pressen. So, weil ich habe schon die Krone gekauft aus dem einfachen Grund, die Göweil macht nur 125 cm Ballen, aber unser Wickler kann eben 150 cm und das würde ich gerne ausnutzen, deswegen habe ich bereits die Krone gekauft, die haben wir glaube ich auch meines Wissens auf der Galgenberg und da haben wir natürlich die Option, dass wir 180er Grasballen machen können und dann werden wir zum Wickeln 150er machen. Das heißt, da sind wir wesentlich flexibler. Also das ist der Grund, warum ich dieses wunderschöne Gerätchen, so gerne ich es auch habe von Göweil, jetzt dem Händler übergebe sozusagen für 46.642 Euro. Und fort damit. So, sehr gut. Und dann schnappen wir uns hier den Valtra. Und die schöne, wunderschöne Presse von Krone. Auch wenn das farblich jetzt nicht mehr ganz so gut passt wie vorher natürlich mit der Göweil. So, da müssen wir durch. Und dann fahren wir damit zu unserem Feld. Ja, und dann werden wir eben jetzt noch im November Ballen pressen. Wir müssen ein bisschen oben aufpassen. Oh, ich habe übrigens den Verkehr wieder eingeschaltet. Das heißt, auch da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Wegen dem Wetter, so jetzt steht hier wieder alles, wegen dem Wetter, es wird schon angezeigt, es wird regnen und Regen ist natürlich immer ganz, ganz schlecht zum Pressen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, es soll erst so gegen 15 bis 16 Uhr regnen. Okay, so, hier werden wir mal das Stoppschild einfach, wenn ihr es keinem sagt, so, dann hier mal kurz warten, der wird abbiegen, wusste ich es doch und dann, das war vorhersehbar.
Und dann fahren wir hier mal zu unserem Hof. Also die beiden Felder haben wir abgeerntet und wie ich auch schon angekündigt hatte, ja, sagt beim Abschied leise Servus Topliner. Ich habe den auch verkauft, das heißt, wir sparen uns jetzt ein bisschen die Wartungskosten übers Jahr, denn im Moment gibt es nichts zu dreschen. Und jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass das Ackergras nicht im Dezember jetzt reif wird. Und deswegen habe ich jetzt erstmal den Drescher verkauft, zusammen mit dem Schneidwerk und Schneidwerkswagen. Das spart uns ein bisschen Geld. Und jetzt ist ja die Maschine noch einigermaßen gut. Das heißt, wir kriegen auch noch mal ein bisschen was. Und dann schauen wir einfach dann mal, ob über das Jahr wir vielleicht ein gutes Angebot bekommen. Ansonsten, ja, ich will es so ein bisschen vorwegnehmen. Ein New Holland könnte es eventuell werden. Ja, aber da lege ich mich jetzt noch nicht fest. Das werden wir dann bei Gelegenheit sehen. So, jetzt fällt mir gerade was ein. Nee, da gab es keinen Siliermitteltank, soviel ich weiß. Nicht für dieses Teilchen. Wir werden gleich, aber erstmal mal den Motor aus. Wir werden erstmal zu unserem Lambo gehen und dann schon mal den anschmeißen mit dem Mähen. Jo, und dann machen wir jetzt einiges noch an Silage. Dann können wir das nämlich auch verkaufen. So, dumm. Ja, da sieht man, dass da ein bisschen Fruchtzerstörung war. Vorne aufklappen. Hinten aufklappen. So, vorne. Ach, haben wir. So, Dele. Okay, dann wollen wir mal. Natürlich die erste Bahn wieder selber fahren. So, und da sind wieder die Kollegen unterwegs. Ja, da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir nirgends hängen bleiben. Ja, auch mit diesem Mähwerk war ich auch so ein bisschen am Hadern, habe überlegt, weil wir haben das hintere Teil ja nur gemietet. Das vordere Teil, der vordere hier ist gekauft, der hintere nur gemietet, aber das kostet uns einen Tausender, glaube ich, pro Monat. Und ich hatte ja überlegt, ob wir jetzt schon mal aus dem neuen DLC das Mähwerk uns hier zulegen. Aber das kostet dann auch gleich über 100.000 und braucht auch deutlich mehr PS. Und dann habe ich mir gedacht, lass mal stecken, Kollege. Und wir werden jetzt hier erstmal noch mit diesem Mähwerk arbeiten. So, und dann fahren wir hier schnell um die Kurve. Und insofern habe ich also einfach das Pöttinger hier im Bestand gelassen. Und ich muss jetzt mal überlegen, wir werden sehen. Jetzt machen wir erstmal die Ballen, die Grasballen hier auf der linken Seite. Und dann werden wir uns überlegen, ob wir das Ganze hier dann ins Fermentersilo werfen oder ob wir Ballen machen, Silageballen. Weil wir haben natürlich auch jetzt nicht unbegrenzt Platz in unserem Ballenlager, in dem wunderschönen. So, ich spring mal hier raus. Der Helfer darf seine Arbeit machen. Und wir machen hier mit der wunderschönen Krone. Wobei, ich muss jetzt doch mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir haben ja genügend Werkstätten hier am Hof. Ich bin mir nicht sicher, weil irgendwo eine, wo eine Presse, wo man Siliermittel, einen Siliermitteltank noch hinzunehmen konnte. Dumm. Okay. Wenn wir gerade hier eine Werkstatt in der Nähe haben. So, konfigurieren. Nee, das war diese dann nicht. Okay, die Krone hat das nicht. Dann soll's so sein. So, dann schauen wir mal. Also, für Gras. Jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen, logischerweise. Wir haben 100... Ja, wir machen hier die 180 und automatisch ablegen, anschalten. Und dann geht's auch schon los. Und die Krone hat auch, glaube ich, ein relativ weites, eine weite Aufnahme. Also da sind wir, gerade was auch die Kurven angeht, nimmt es sehr, sehr viel Gras auf. So, und wenn wir natürlich hier die großen Ballen machen, ich weiß gar nicht, ich glaube 7500 Liter sind das, dann ist es natürlich auch wesentlich geschmeidiger, die dann hochzubringen zu unseren Schafen. Aha, geht schon los. Und noch ein Stückchen, komm. Sehr gut. Ups. Oha. Sehr, sehr gut. Okay.
Ja, da denke ich, da werden so 5, 6 Ballen maximal herauskommen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir die Ballengröße haben, dann können wir die natürlich auch nicht wickeln im Zweifel. Aber sei es drum, Gras brauchen wir definitiv für unsere Tierchen da oben. Und im Zweifel lassen wir die Ballen einfach auf mit Hilfe unseres Futtermischers. Komisch. War das auf der Galgenberg auch so, dass er da so ein bisschen immer Probleme hatte? Mit dem Entladen. So, da drüben sind wieder mal unsere Wildtiere. Der Lambo macht seinen Job sehr gut. Sehr, sehr gut. So, 90. Okay, ja, mit dem Schließen hat er dann doch ein bisschen ein Problem. So, jetzt müssen wir hier nochmal kurz zurücksetzen. So, ich war diesmal ein bisschen großzügig, was hier das Mähen angeht. Ich habe jetzt nicht jede Kurve mitgenommen, beziehungsweise jeden Winkel. Ups. Oh. Oh je, gibt wieder Ärger. Mit dem Landwirtschaftsschlosser. So, wie fahren wir denn jetzt am geschicktesten? Ah ja, dann nehmen wir hier die Schwart mit. Bingo. Und dann einmal hier rum. Das ist dann, glaube ich, eine dünne Schwart. Das heißt, da können wir ziemlich lange fahren. So, 110.000 haben wir jetzt noch zur Verfügung. Und wir haben aber jede Menge Häckselgut. Ich hatte noch einiges an Holz und das habe ich mittlerweile auch gehäckselt. Und das müsste eigentlich schon alleine, wenn wir es jetzt verkaufen, knappe 150.000 bringen. So, jetzt müsste der Ballen fertig sein, genau. Ja, das ist halt, weil der Ballen so groß ist. Das wird das Thema sein, ne? Mit den kleineren Ballen, logisch. Vom Umfang her. Okay. So. Eigentlich könnten wir das auch so machen. Dann kommen wir nämlich besser rum. Genau. Ja, was wollte ich noch sagen? Also, auf der Zilonka gibt es ja Sammelobjekte und die gibt es ja hier auch. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir vielleicht hier dann doch mal anfangen, die Sammelobjekte auch einzusammeln. Wäre ja eigentlich sträflich. Was meint ihr denn eigentlich dazu? Ist das Einsammeln von Sammelobjekten Cheaten oder nicht? Oder kann man das sozusagen als Notgroschen empfinden, dass wenn es dann halt doch ein bisschen eng wird am Anfang mit dem Geld, dass man dann trotzdem einfach mal so ein bisschen auf Schatzsuche geht auf der Map und an sich doch diesen Bonus, der ja letztendlich ja auch auf der Map installiert ist, dann doch gönnt? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, wir haben, glaube ich, nur 1 oder 2 Sammelobjekte hier auf der Map oder gar keins. Lass mich mal kurz schauen. Sammelobjekte müssten wir eigentlich hier unter Statistik sehen. Ja, 6 von 16. Also da wären auf jeden Fall noch 10 Sammelobjekte zu kriegen. Und da würde mich mal eure Meinung dazu interessieren, wie ihr das eigentlich seht mit den Sammelobjekten auf einer Map. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. So. Ja, jetzt stopp. Jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden. Wollen wir das Ganze einfach nur ins Fermenter-Silo werfen? Wir haben, lasst mich mal kurz schauen, hier sind wir. So, da wird Gras noch verarbeitet. Wir haben 513.000 Liter Silage. Wenn ich überlege jetzt gerade, wenn wir das alles dann wegbringen. Aber vom Prinzip her können wir das ja direkt auch von hier aus verkaufen. Also ich denke, wir nehmen dann doch lieber den Ladewagen. Und werfen das ins Silo. Wir könnten aber natürlich auch ein paar Ballen machen. Also wenn wir schon hier sind, machen wir einfach mal ein paar Ballen. Das kann jetzt auch nicht schaden. So ein paar auf Reserve. Jetzt müssen wir natürlich wieder aufpassen. Umschalten auf 150. Und das sollte so passen. Okay. Dann fahren wir hier rein. Ja, dann denke ich, machen wir 2, 3 Bahnen. So 5, 6 Ballen machen wir.
damit wir auf jeden Fall noch ein paar Silageballen, Reserveballen haben für unser Ballenlager. Und da können wir dann auch 16 Ballen mit dem Anhänger wegbringen. Das müssten jetzt dann meines Wissens 5000 Liter sein. Der Ballen ist jetzt etwas kleiner. Ja, da hat die Klappe auch etwas leichter. So, Achtung, hat er das aufgenommen? Ja. Yep. Ja, dann sind wir auf jeden Fall irgendwo bei 70, 75, 80.000 Liter. Wenn wir 16 Ballen, 5.000 haben, sind wir bei 80.000. Und ich glaube, mit dem Ladewagen kriegen wir halt gerade mal so maximal, ich habe keine Ahnung, 32, 33, wir werden es gleich sehen. Das heißt, Ballen kriegen wir viel, viel besser zum Händler oder zur BGA zum Verkaufen. Wobei ich ja schon gesagt habe, also zur BGA fahren ist natürlich die Hölle mit einem vollen Hänger, weil wir da schier nicht den Berg hochkommen. So. Jetzt haben wir 2 Ballen. Oh, der Lambo ganz, ganz langsam. Hat er noch ein paar Meter? Der dürfte jetzt auch gleich fertig sein. Jo, B hat die Arbeit erfolgreich beendet, unser Helfer. Der macht jetzt erstmal Brotzeit. Und wir werden jetzt hier noch ein bisschen arbeiten. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 4 Ballen. Okay. Naja, die Ballen sind einfach zu groß. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was liegen lassen. Aber sei es drum. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen wegen der Fruchtzerstörung. Ja, er bleibt da oben stehen. Ist mir auch recht. Wie gesagt, macht Brotzeit. So, herbstliches Bild hier mit den Bäumen. Dann machen wir nämlich den Wagen, die Presse jetzt mal einmal nochmal leer. Einen Ballen machen wir noch. Okay. Huch, das wollte ich jetzt gar nicht. Halt, raus. So, hier wollte ich. Okay, hat er abgelegt. Dann fahren wir den mal kurz zur Seite und holen den Fendt. Beziehungsweise spurten erstmal zum Lambo und bringen den weg. Sudele, Motor an. Einklappen. Und ab die Post. Ja, sieht so aus, als müssten wir dich mal richtig putzen. So, auf dem Feld hier rechts haben wir ja Gerste. Dann können wir dann Stroh machen im nächsten Jahr. Brauchen wir auf jeden Fall ein Streu für unsere Tierchen, für die Kühe und die Schweine. So. Dann stellen wir dich mal erstmal zum Waschplatz. Und dann kümmern wir uns um dich später. So, nee, da müssen wir noch ein bisschen näher ran. So, und da mit diesem Tiefenlocker haben wir also gearbeitet. Standard Tiefenlocker von Kuhn, 4 Meter Arbeitsbreite. Jo, damit haben wir dann unser Maisfeld gepflügt. Ja, ich glaube, der Trend geht generell zum Tiefenlockerer. So, Motor an. Weil man ja doch mit dem Tiefenlockerer wesentlich besser arbeiten oder hantieren kann, als jetzt mit einem Pflug. Ich meine, ein Pflug mit 4 Meter Breite oder Arbeitsbreite, das ist dann schon ein ganz schönes Gefrett, wenn man dann wendet. Das geht natürlich mit dem Tiefenlockerer deutlich geschmeidiger. Hups. So, wie sieht's aus? Siehe Lebensmitteltank, da ist noch was drin. Wir nehmen natürlich das große Gefährt. Den großen Pöttinger. So, wie viel kriegen wir denn da rein? Das werden wir dann gleich mal sehen. Oh, den kriegen wir aber gerade so mit 200 PS gezogen, habe ich so den Eindruck.
dann fangen wir ganz oben an, weil dann tun wir uns natürlich leichter, wenn es bergab geht. So, dann legen wir mal los. Nimmt er das auf? Wunderbar, das passt. Sehr schön. Dann hauen wir den Tempomat rein und lassen den Fendt hier seine Arbeit machen. Und achten einfach darauf, dass wir schön über das Schwarz sind. Jupp, er nimmt es gut auf. Sehr, sehr schön. So, November, und es geht langsam aber sicher aufs Ende des Jahres zu. Der letzte Schnitt hier auf dem Feld. Und wir machen nochmal richtig Silage und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, was das nächste Jahr für uns angeht. Und die Pläne stehen ja fast schon fest. Also ich habe da wirklich Lust drauf, dass wir uns das Feld ganz oben im Norden, im Nordwesten kaufen. Und dazu eben auch den Bauplatz. Und dann könnten wir da oben wirklich einen schönen Berghof hinstellen. Mit Kühen. Mit Milchkühen. Und das fände ich schon sehr, sehr interessant. Und was die Silage angeht, die Forstarbeit, also da müsste dann richtig Geld reinkommen. Also ich denke wieder mal, über 1 Million sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und das heißt, dann können wir auf jeden Fall nach dem Winter, wenn der Schnee weg ist, weil hier hat es natürlich auch immer richtig schön Schnee. So 23.000 war 50, also passt hier auf jeden Fall über 45.000 Liter rein. Auf jeden Fall hat es hier richtig schön Schnee und dann im Sommer oder beziehungsweise im Frühling, wenn der Schnee weg ist, dann können wir uns mal da oben den Bauplatz anschauen und sehen, was wir dann da machen. Aber wir müssen ein bisschen auch aufpassen. Wir dürfen nicht über die Stränge schlagen, was das angeht, denn wir wollen ja auch noch, so jetzt schaue ich mal, schafft er das? Wir wollen ja auch und wir müssen ja auch noch einen Drescher kaufen und da müssen wir auf jeden Fall so um die 300.000 müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass wir die als Reserve bzw. als Investitionssumme für einen neuen Drescher brauchen. So, auf jeden Fall mit ein bisschen mehr PS. Wobei man aber wirklich sagen muss, dass der Topliner schon nicht schlecht ist, aber halt mit 20 km/h, ja, ist das halt schon eine zähe Angelegenheit, wenn wir zu den entfernteren Feldern fahren wollen. Solange wir natürlich hier alles um den Hof machen, ist das okay, aber natürlich können wir auch mit einem besseren Drescher auch mehr Auftragsarbeit hier entgegennehmen und können uns also ein bisschen mehr als Lohner auch verdienen. So, 92%. Den machen wir jetzt noch voll. Beziehungsweise wir nehmen die Bahn noch mit. Und dann die Bahn vom Wickler, beziehungsweise von der Presse. Ja, da kriegen wir die Bahn noch weg, oder? Sehr gut. So, dann bringen wir das jetzt weg. 46.000, also da müsste ich, glaube ich, das Teil 47 oder 47,5 haben. Und der Fendt hier mit 200 PS, ich glaube 200 hat er, der zieht sich hier doch einiges. Der müht sich. So, aber der Silo ist ja gerade in Arbeit. Es verwandelt ja gerade Gras zu Silage. Und dann trifft es eben auch, dass wir jetzt ein bisschen Nachschub liefern. So, und wir haben ja noch einen ganzen Monat Zeit. Entweder im Dezember oder im Januar ist, glaube ich, der beste Preis für die Silage. Dann werden wir das Material verkaufen, weil selbst brauchen wir für uns eigentlich nicht viel. Und wir müssen dann auch mal bei Gelegenheit schauen, wie es überhaupt auch aussieht mit den Schweinchen und den Kühen, ob wir da irgendwas verkaufen. So, aus irgendeinem Grund steht da noch was. So, kommen wir hin. Dann schieben wir das mal ein bisschen weg. Lassen wir mal das Gewicht runter. So, dann schieben wir das noch ein bisschen weg. Und dann müssten wir eigentlich entladen können. Sehr gut. Ich bedanke mich bei euch. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich aber auch natürlich über einen Kommentar von euch oder über ein Däumchen. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen und natürlich geht es dann auch demnächst wieder weiter mit Zilonka und der Galgenberg, die wir ja im Livestream spielen, aber vermutlich erst ab nächster Woche. Müssen wir mal schauen, also sprich ab Dezember so ein bisschen in die Richtung. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.